Ja, hallo. Heute wollte ich euch gerne die organische Chemie etwas näher bringen. Organische Chemie, eine grobe Definition, das ist die Chemie der Kohlenstoffverbindungen außer CO2, also Kohlenstoffdioxid, CO, Kohlenmonoxid, also Kohlensäure, der Kohlensäure und der Carbonate. Also die werden alle ausgeschlossen, der Rest sind zugehörig zur organischen Chemie. Da können wir auch gleich anfangen. Denn in der organischen Chemie gibt es verschiedene Stoffklassen, wie zum Beispiel Alkane, Alkene, Alkanale und sowas. Die werde ich euch langsam und schrittweise zeigen. Dann können wir erstmal mit dem Grundbaustein anfangen. Wenn ihr das verstanden habt, könnt ihr auch schon in den nächsten, kommt ihr mit den nächsten ziemlich gut zurecht. Wenn nicht, ja, dann braucht ihr gar nicht weiter in der organischen Chemie zu gehen. So, anfangen tun wir mit den Alkanen. Die Alkane. Alkane, das sind kettenförmige Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Einfachbindung zwischen den C-Atomen. Ja, das klingt jetzt schön, aber viel sagen tut euch das jetzt auch nicht. Deswegen mal ein kleines Beispiel, und zwar nehmen wir Butan. Butan. Dieses Wort lässt sich zerlegen. Mache ich hier mal einen Strich, damit man es vielleicht besser sieht. Einmal in die Endung an, gut. But, das steht für 4, und an, das bedeutet einfach nur, das ist ein Alkan. Es gibt später auch noch Alken, das ist ein Alken. Also Alkene, das sind zum Beispiel, wäre das jetzt Buten. Es gibt Alkine, da hieße das jetzt Butin. Aber dazu später. Diese 4 ist entscheidend für das komplette Element. Sie sagt uns nämlich, wie viele Kohlenstoffatome sich in diesem Element befinden. Da jetzt hier 4 sind, wissen wir, dass wir jetzt schon mal 4 Kohlenstoffatome mit C abgekürzt hinschreiben können. Da wir wissen, dass wir einen Alkan zeichnen wollen, beziehungsweise sollen, müssen zwischen diesen C-Atomen jeweils eine Einfachbindung existieren. Später existieren da 2 Bindungen. Was eine Bindung ist, das hängt von dem jeweiligen Stoff ab, in welcher Hauptgruppe er steht. Kohlenstoff steht in der 4. Hauptgruppe und hat deswegen 4 Außenelektronen. Also 1, 2, 3, 4. Mit diesen 4 Außenelektronen kann es Bindungen eingehen. Und dieses C-Atom will unbedingt diese Bindungen irgendwie loswerden. Da kann man jetzt zum Beispiel entweder ein anderes C-Atom dranhängen. Da verbinden sich die beiden Außenelektronen und die sind zufrieden. Oder man hängt eben zum Beispiel ein Wasserstoffatom an, das sich danach damit verbindet. So, damit hätten wir das. Hätte ich das mal kurz grob erklärt. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt einfach in die Kommentare oder so. Da werde ich dazu nochmal ein extra Video machen. Wenn ihr das noch nicht in der Schule hattet oder so. So, weiter. Da wir jetzt hier 4 Außenelektronen insgesamt haben, die das unbedingt erfüllt haben will, müssen wir die füllen. Da wir wissen, dass es Kohlenwasserstoffverbindungen sind, finden sich bei den Alkanen, also es ist logisch, dass sich bei den Alkanen da Wasserstoff befindet. So, und schon haben wir unsere erste Gruppe fertig. Gehen wir zur nächsten, das wäre jetzt die. Jetzt sehen wir, dass hier schon ein Außenelektron und hier schon ein Außenelektron, sagen wir mal, verbaut ist. Jetzt bleiben nur noch 2 übrig. Die werden von 2 Wasserstoffatomen besetzt. So geht das dann weiter. Hier hinten wieder ein Ende. So dass wir sehen, am Anfang ist ein C-Atom mit 3 Wasserstoffatomen und am Ende ebenfalls. Und in der Mitte ist jeweils ein C-Atom mit 2 Wasserstoffatomen. Das sind die Alkane. Diese Formel, die wir hier haben, nennt man ausführliche Strukturformel. Das schreibe ich jetzt nicht hin, weil man das sonst nicht lesen kann. Neben der ausführlichen Strukturformel gibt es noch die
vereinfachte Strukturformel. Die befasst sich damit mit dem Wesentlichen, sagen wir mal. Da fasst man jeweils so eine C-Gruppe zusammen. C-Gruppe ist jetzt einfach ein Wasserstoffatom, ein Kohlenstoffatom muss in dieser Gruppe sein und alle, die daran gebunden sind, werden damit einbezogen. So dass wir das jetzt hier so eindringen können. Also am Anfang und jedes Mal, wenn ein C da ist, wird das so markiert. So dass wir jetzt die vereinfachte Strukturformel sich daraus ergibt. C, H3. Also wir schreiben erstmal das C hin, das muss immer zuerst geschrieben werden. Und danach eben dieses H, H3. Da wir drei Wasserstoffatome haben. Das ist dieses C. Danach eine Einfachbindung, das schreibt diese Bindung hier. Später gibt es Doppelbindungen, aber jetzt nicht. Danach C, H2, da wir zweimal Wasserstoff haben. Wieder eine Einfachbindung. Wieder das C. Zweimal H ist vorhanden. Und ganz zum Schluss wieder C, H, 3. So, jetzt kennt ihr bestimmt aus der Chemie diese normalen Formeln, wie zum Beispiel, ja, mir fällt gerade keine ein, und die man danach einfacher schreiben kann. Die sehen meistens nicht so aus. Das nennt man danach Summenformel, also da addiert man einfach die Menge von allem zusammen. Wenn wir jetzt die Alkane nehmen würden, können wir jetzt hier zählen. Wie viele C-Atome existieren erstmal? 1, 2, 3, 4. Das wissen wir von der 4 hier oben vom Butan. So, das machen wir jetzt also hin. C. Und hier unten eine kleine 4. Das bedeutet, dass 4 C-Atome da sind. Jetzt gucken wir, was für Stoffe noch da sind. Und wir stellen fest, dass nur noch Wasserstoff da ist. Also zeichnen wir Wasserstoff hin. Jetzt zählen wir die Wasserstoffatome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Wasserstoffatome. Also schreiben wir hier unten 10 hin. Und schon haben wir die Summenformel, die allgemeine Summenformel, die Summenformel für Butan. Wenn ihr das hinschreibt, weiß jeder, aha, Butan ist gemeint. Und es ist viel kürzer. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, muss ich das jetzt jedes Mal machen, dass ich das hier hinmale und danach die Atome zähle? Also hier Wasserstoffe anlegen? Nein. Für Alkane, beziehungsweise für fast alles, gibt es eine allgemeine Summenformel. Die heißt CnH2n+2. Das ist die allgemeine Summenformel für Alkane. Was bedeutet das? Ich tue es mal kurz weg. So. Ich schreibe es nochmal. CnH2+2. Ich habe das mal von uns weggelassen. Macht man so in der Mathematik. So. Dieses N. Es bedeutet, dass man hier irgendeine Zahl einsetzen kann. Wie zum Beispiel 3. Nehmen wir mal 3. C3. Jetzt wirkt sich das auf, da wir jetzt für N 3 eingesetzt haben, schreiben wir hier mal hin, ist gleich 3, muss für dieses N ebenfalls 3 sein. Also auch 3. Somit haben wir hier hinten 2 mal 3 plus 2. So, und wenn wir das jetzt einfach ausrechnen, haben wir schon unsere Summenformel für dieses Alkan. C3. 2 mal 3 sind 6. Plus 2. H8. Und schon haben wir unsere erste Stoffklasse der organischen Chemie abgeschlossen. Die Alkane.